So, kleiner Zwischenstandsbericht. Ich habe den Kabelbaum soweit wieder eingebaut. In dem Zuge einen Notausschalter, den elektronischer Form verbaut. Das Gegenstück dazu befindet sich da unten. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Das ist das rote Kästchen da. Der Kabelbaum ist soweit wieder verbaut. Ich habe dazu diese ECU Master PMU hier vorne verbaut. Die kann man hier unten erkennen. Geht also ein dickes Kabel hoch und dann die ganzen Verbraucher gehen von da aus ab. Alles per CAN-Bus verdrahtet, beispielsweise mit diesem Touchpanel hier und natürlich mit dem Dashboard. Wenn ich jetzt das einmal einschalte, läuft hier eine wunderbare Animation ab. Warum auch immer. Aber kann man ausschalten, habe ich schon gesehen. Und wenn man jetzt hier draußen den Notausknopf einmal drückt, dann sieht man, dass der auch direkt ausgelöst wird und dementsprechend da eine Warnlampe blinkt. Die blinkt übrigens auch da unten an dem Teil. So, da muss ich hier einmal drauf drücken. Und nochmal drauf drücken und der Reset ist durchgeführt. Wunderbar. Das war der Zwischenstand für heute. Morgen gibt es Aufräumen. Hier liegt jede Menge Scheiß im Auto und auch überall anders. Werkbank, alles voll. Ich bin soweit fertig. Die GPS-Antenne ist hier oben hochgewandert. Und ansonsten Kabelbaum wieder voll verbaut. Ja, morgen wird aufgeräumt und dann muss programmiert werden. Das war's für heute.